So, das Auto ist beladen, die Kühlbox ist drin, meine Stromversorgung, der Solargenerator ist drin, mein Solarpanel ist drin, mein Elektroroller ist drin, mein Elektroskateboard ist drin. Alles das, so was ich an schwerem Material benötige, so wie ich mit Bus in Urlaub fahren würde, ist drin. Außer Klamotten und Lebensmittel, das ist jetzt nicht drin, aber das kann man sagen, da können wir mal grob 50 Kilo draufschlagen. Ich werde jetzt zum Schrotthändler fahren, fahre auf die Waage und lasse es von der Pforte vorne einmal wiegen und mir das schwarz auf weiß ausdrucken. Stimmt so, dankeschön. Sehr gut. Cool, vielen Dank. Danke, ciao. So, ich bin die Karre jetzt wieder an. So, Freunde, vor gut einem Jahr haben meine Freundin und ich begonnen, hier diesen T4 in einen Camper umzubauen, sodass wir hier ein kleines mobiles Zuhause auf vier Rädern haben. Wir haben uns hier ein klappbares Bett, einen Bettkasten, eine Küche und einen Seitenschrank gebaut. Das Ganze hat richtig viel Spaß gemacht und wurde bis September letztes Jahr fertig. Der Umbau ist natürlich nicht komplett fertig. Ich sag mal so, er ist zu 60% fertig. Hier fehlen noch einiges an Materialien. Zwar nur kleine Materialien, aber die dem Bus halt wirklich den letzten Schliff verpassen würden. Anhand der Umbaumaßnahmen habe ich immer mal wieder in den Kommentaren gelesen, dass der Bus doch viel zu schwer sei, der Umbau und das Holz und alles drum und dran viel zu schwer sei und das Ganze hier den Rahmen sprengen würde und dieser Bus hier mit dem Ausbau gar nicht mehr zum maximalen zulässigen Gesamtgewicht passen würde. Hierzu habe ich zu einem kleinen Instagram-Gewinnspiel aufgerufen, um euch gebeten, hey, schätzt doch mal, wie schwer der Bus ist mit den ganzen Utensilien, mit dem Solargenerator, mit der schweren Kühlbox, mit dem Solarpanel, mit dem Elektroroller und mit dem Skateboard und natürlich mit dem Ausbau, so wie er ist. Aber genau in dem Zustand, wie der Bus heute hier ist, mit allen Utensilien, die ich dabei hatte, wiegt der Bus 1920 Kilo und das maximale Gesamtgewicht des Busses ist 2540 Kilo. Bedeutet, ich habe eine Differenz von 620 Kilo, die ich noch verbauen kann. Also habe ich hier noch eine Menge Gewicht, die ich verbauen kann, was ich natürlich nicht machen werde, aber ich möchte euch mitteilen, dass der Bus 1920 Kilogramm, so wie er jetzt hier steht, wiegt und weit unter dem zulässigen Gesamtgewicht ist. Die andere Frage war, ey, was kostet der Bus eigentlich? Der Ausbau ist schwer zu berechnen. Da habe ich zwar noch Kassenbons oder so, aber ich könnte mal alles ausmessen und gucken, was das Holz dafür kostet und euch dann praktisch einen genauen Preis geben. Habe ich jetzt aber aktuell noch nicht. Was ich euch aber sagen kann, sind die Unterhaltskosten. Dazu muss ich sagen, der Bus ist aktuell noch ein PKW. PKW kostet bei der Schadstoffemission, also der hat keine Plakette, an Steuern richtig ordentlich Geld. Oder wir zahlen im Jahr an Steuern, jetzt muss ich eigentlich schon die Ohren zuhalten, weil das schon echt viel ist, Jahresbeitrag für die Steuern nur für diesen PKW als Personenkraftwagen sind 901 Euro an Steuern jährlich. Das sind
ungefähr 75 Euro im Monat nur an Steuern. Jetzt aber das Geilste daran, passt auf. Ich habe beim Zollamt angerufen und habe gesagt, ey, das ist mir zu teuer, was kostet es denn als PKW, als Wohnmobil und als Oldtimer? PKW 901 Euro aktuell im Jahr, Wohnmobil 430 Euro im Jahr, Halbjahreskennzeichen von März bis Oktober 286,66 Euro. Für ein Halbjahreskennzeichen. Sobald er die Wohnmobileintragung bekommt, wird er auch nur noch saisonweise zugelassen. Dann zahle ich auch hier 286,66 Euro pro Saison. Das sind 35 Euro im Monat. An Steuern, nur an Steuern. Das heißt, wir haben hier schon eine riesen Ersparnis. Als Oldtimer, wenn der mal irgendwann ein Oldtimer-Kennzeichen bekommen sollte, wenn er da durchkommen sollte, angenommen, der kriegt ein H-Kennzeichen, dann kostet das Kennzeichen nur noch 191 Euro im Jahr an Steuern. 191 Euro im Jahr an Steuern geteilt durch 12 Monate sind ungefähr 16 Euro pro Monat nur an Steuern. Das heißt, in 3 Jahren oder in 2 Jahren könnte dieser Bus richtig wenig an Steuern kosten und ich hätte eine riesen Ersparnis. Die Versicherung bei dem PKW ist aktuell im Quartal 94,35 Euro im Quartal für den PKW, so wie er aktuell ist. Also das ist das, was wir aktuell zahlen. Und die Wohnmobilzulassung quartalsmäßig wäre 46,94 Euro. Das heißt, von März bis Oktober kostet das Ganze nur 93,88 Euro an Versicherung. Das ist genauso viel, wie ich jetzt als PKW im Quartal zahle. Riesen ersparen. Das waren jetzt vielleicht ein bisschen viele Zahlen, aber unten in der Videobeschreibung habt ihr nochmal alles aufgelistet. Ich habe euch nochmal alles aufgeschrieben, was der Bus im Jahr kostet an Steuern, wie das Ganze umzurechnen ist, als Wohnmobil etc. Findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Falls es jetzt hier ein bisschen hektisch war und zu viele Zahlen war, könnte ich mir gut vorstellen, dass es der ein oder andere gerne nochmal nachlesen möchte. Trotzdem hatten wir hier letztes Jahr im September einen richtig coolen Urlaub. Das Video findet hier oben links im Eck oder auch unten in der Videobeschreibung. Von daher würde ich sagen, ich baue den Bus noch weiter um. Ich hole mir die Campingzulassung und ich muss den Bus auch noch ein bisschen umbauen, denn ja, Leben verändert sich. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen oben da, schreibt einen Kommentar in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Peace. Das heißt, in diesem Jahr wird der Bus nicht nur fertiggestellt, also er wird nicht nur neu lackiert und die Seitenverkleidung und alles drum und dran, die ganzen Details werden noch dran gebaut, sondern er wird auch ein bisschen umgebaut, da sich das Leben halt manchmal verändert. Umbaumaßnahmen werden auf jeden Fall getroffen, dass die kleine Prinzessin hier auf jeden Fall mitfahren kann und wir hier auch einen coolen Urlaub haben können mit der Kleinen. Die Kleine hat bestimmt richtig Bock drauf und ist zum ersten Mal hier im VW-Bus. Hey, Maus! Guck mal, Schatzi, was Papa gebaut hat. Oh, ein Sternenhimmel! Hui! Oh, die macht so. Geh, Maus. Du bist so süß. 1990, 1843, auch zu weit weg, 1875, 5ZYL-Luca ist mit 1903 Kilo derjenige, der am nächsten am Ergebnis ist. Er hat eine Differenz von 17 Kilogramm, keine Punktlandung, aber gewonnen, sage ich mal. Also herzlichen Glückwunsch zur Kiste Pro Cap und Garagenkit Bleistift. Ich bräuchte deine Adresse, dann schicke ich dir das gerne zu. Ich reposte das jetzt hier, damit du siehst, dass du gewonnen hast. Wenn du das jetzt siehst, bist du auch morgen im Video. Also, herzlichen Glückwunsch, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Peace.